Anna Ermakova, 23, verzaubert Woche für Woche das Publikum bei Let's Dance. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin, 36, hat das Model in den ersten Schuss das Tanzbein geschwungen und konnte letzten Freitag erneut 30 Punkte für ihren Quickstep von der Jury ergattern. Joachim Lambi, 58, wäre sogar bereit gewesen, ihr 20 statt nur 10 Punkte zu geben. Die Ehefrau von Tänzer Renata Lusin, 35, ist unheimlich stolz auf ihren Schüler. Für Renata tanzt Anna mittlerweile sogar auf Profiniveau. Renata berichtet auf Instagram: Als Valentin die Choreo am Samstag gemacht hat, dachte ich, dass er die Hälfte ändern und anpassen wird, weil sie so schwierig wie eine Profi-Choreo war. Ihr Liebster hat schon lange davon geträumt, einen solchen Quickstep in der Show zu präsentieren, und das ist ihm nun endlich gelungen. Anna, du bist so ein fleißiges Bienchen mit einem riesigen Herzen. Ich habe es in der ersten Sekunde gesehen, als ich dich kennengelernt habe. Danke, dass dieser Quickstep Geschichte bei Let's Dance schreibt. Als Profitänzerin weiß ich, wie hart es ist und ich ziehe meinen Hut vor dir, schwärmt die gebürtige Russin weiter. Doch für Anna und Valentin ist ihre gemeinsame Zeit bei Let's Dance vorbei. Ein Partnerwechsel bei RTL hat die Paarungen neu gemischt. Ab sofort wird die 23-Jährige mit Christian Polans, 44, über das Tanzparkett schweben. Wir sind gespannt, welche neuen Tanzmoves die beiden präsentieren werden. Bleibt dran für weitere Updates zu Let's Dance.